Kommen wir mal auf die Unterschiede in der KI zu sprechen. Also wenn ich hier über die Quick Missions halt Luftkämpfe bemühe oder vielleicht auch auf Bodenziele gehe und so, dann ist es so, es ist halt etwas anders organisiert jetzt hier in IL-2 im Flying Circus als zu Rise of Light. Aber grundsätzlich sind die schon sehr verwandt, diese beiden Spiele. Das heißt, ich habe da auch alle möglichen Settings, die ich einstellen kann, wo ich sage, okay, welche Ziele möchte ich verfolgen und was möchte ich da machen. Es ist halt nur von der Oberfläche, es ist ein bisschen anders strukturiert, als es halt in Rise of Light der Fall ist. Ich habe zu Rise of Light relativ viel gemacht, um das zu beschreiben, wie ich Missionen einstellen kann, wie ich die auch fliegen kann und so weiter und so fort. Habe hier für IL-2 auch Tutorials gemacht, was das angeht, aber nicht so ausführlich wie Rise of Light. Also wenn da jemand sich noch nicht so richtig sicher oder sattelfest fühlen sollte an dem Punkt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gern bereit, das nochmal aufzugreifen, das Thema, und das in IL-2, also jetzt hier im Flying Circus, würde ich dann halt benutzen, dann halt, um das nochmal darzustellen. Aber grundsätzlich kein Ding. Schreibt es mir in die Kommentare, dann rolle ich es nochmal auf, was man da so machen kann und wie man sich da vielleicht auch so Settings einstellen kann, dass man eben alleine ist, dass man kein gegnerisches Flugzeug hat, wenn man zum Beispiel nur auf Bodenziele gehen will und so weiter und so fort, um da erstmal so ein bisschen zu üben. Was die KI an sich betrifft, da ist schon ein Unterschied in meinen Augen. Also ich spreche jetzt wieder für mich, ne? So wie ich das sehe, kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein, aber ich beschreibe es jetzt mal so, wie ich das sehe. Und es ist in meinen Augen der Fall hier im Flying Circus, also generell bei IL-2, dass man mehr das Gefühl hat, dass die Flugzeuge so mehr aus ihren Stärken machen. Und was zum Beispiel in Rise of Flight auch immer sehr augenfällig ist, ich stelle mir eine Höhe von 2000 Metern ein und bin relativ schnell overground. Ja, also die Maschinen neigen wirklich dazu, auch immer runterzugehen, runterzukurbeln. Und man ist wirklich sehr, sehr schnell dann auf einer Höhe von 200, 300 Metern. Das ist hier bei, im Flying Circus ist das wirklich ein bisschen anders, dass so eine SE-5A, dass die auch mal versucht, wirklich einen Höhenvorteil zu erlangen und dann halt auch Energie zu halten und diese Dinge, die halt bei der Maschine auch wirklich essentiell sind, um da gut mit rumzufuhrwerken. So an und für sich kann ich nur sagen, ja, finde ich, im Flying Circus ist die KI schon noch ein bisschen interessanter als in Rise of Flight. Wie gesagt, weil ich der Meinung bin, dass sie etwas mehr aus ihren Stärken macht, aus der jeweiligen Maschine. Was mich in IL-2 so ein bisschen ärgert, ist, wenn ich zum Beispiel eine Ace-KI einstelle, ne, also wie jetzt hier so Ass, dann ist das in Rise of Flight so, also der Pilot fliegt dann wie die Hölle. Hier natürlich auch, klar. Das ist auch das, was ich erwarte. Wenn ich Ass einstelle, dann möchte ich auch, dass der sich verhält wie ein Ass. Aber bei IL-2 kommt etwas dazu, wie ja so eine Beschussfestigkeit und eine strukturelle Belastung. Ich weiß nicht, ob das randomized auch halt erwürfelt wird vor dem Match. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber es passiert wirklich oft, wenn ich Ace einstelle als KI, dass die Maschine, also mein Gegner, unheimlich viel aushält. So. Und ich meine, ich bin sattelfest hier in Rise of Flight und ich weiß genau, ja, wo ich da hinschießen muss, meine SE-5A. Und trotzdem habe ich jetzt hier in diesem Match über 400 Schuss verbraucht, bis die SE-5A runtergegangen ist. Das Ganze hat ungefähr 12 Minuten gedauert. Das finde ich, das ist etwas, was mich im Flying Circus, also in IL-2, was mich manchmal da echt ärgert, so dass die Fights, die werden dann künstlich in die Länge gezogen, eben weil dein Gegner nicht runtergeht, obwohl du ohne Ende gezielte Treffer wirklich in deinen Gegner versenkst. Und das ist etwas, was mich in IL-2 so ein bisschen stört. Ja, mir wäre es lieber, so wie es in Rise of Flight ist, dass ich halt eine KI habe, die fliegt wie die Hölle, so dass ich da wirklich auch ackern muss. Weil das dient ja nun mal der Übung. Ich will ja gucken, dass ich dann halt auch echt ein bisschen sattelfester werde, bevor ich mich in ein Multiplayer-Match irgendwie mit den Big Boys irgendwie einlasse. Aber in Rise of Flight ist es so, wenn ich einen gezielten Treffer oder zwei, drei gezielte Treffer absetze, dann geht die auch down, die Maschine. Und hier, das ist eben hier bei IL-2 nochmal was anderes. Manchmal kann das sein, dass die wirklich unheimlich viel einsteckt, bis die dann auf dem Boden ist. Und das würde ich mir wünschen, wenn man da noch ein bisschen nachbessern würde, so dass man sagt, ja gut, der fliegt wie die Hölle, der fliegt super, aber der ist halt, wenn ich dem ja zwei, drei gezielte Körpertreffer verpasse, dann geht der auch runter und hält sich da nicht noch stundenlang in der Luft. Und das ist halt schon ein Unterschied zu Rise of Flight, wo ich sage, das gefällt mir in Rise of Light ein bisschen besser, aber im Flying Circus gefällt mir halt besser, dass die KI
mehr so die Settings der Maschine gefühlt berücksichtigt, so wie sie den Luftkampf führt mit mir. Was ja auch irgendwo dazu gehört, dass ich auch sattelfest bin in der Beurteilung oder in den Parametern meines Gegners, um zu wissen, so, ja, wo sind denn die Stärken von dem? Was kann der jetzt mit mir machen? Wo ist der relativ safe und wo muss ich aufpassen? Und das ist schon wichtig. Das passt auch hier im Flying Circus für mich besser. Aber wie gesagt, so diese Belastung, also dass der manchmal so wahnsinnig viel aushält und dann auch mal dieses Hin und Her, ne, so Pendelbewegung. Obwohl du dem alle Querruder schon runtergeknallt hast. Er sieht aus wie ein Schweizer Käse. Seitenruder ist auch weg. Aber nein, der pendelt links, rechts. Das sind so Dinge, wo ich sage, ja, das wäre mir ganz recht, wenn man da noch irgendwie ein bisschen nachbessern würde, dass da gerade hier bei den Doppeldeckern des Ersten Weltkriegs, dass ich da nicht 400 Schuss versenken muss in so ein Ding, bis der down geht. Ne? Aber ansonsten, sage ich mal, ist die KI hier im Flying Circus schon in meinen Augen etwas besser drauf als in Rise of Light. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, bis zum nächsten Movie. Tschüss.